Das Deutschlandstipendium ist eine Brücke, die Förderer, Hochschule und die Studierenden verbindet. An der OTH Amberg-Weiden findet ein Austausch nicht nur zwischen Förderer und Stipendiat statt, sondern auch unter allen am Deutschlandstipendium Beteiligten. Es sind neue Netzwerke entstanden, die mit Leben gefüllt sind. Ein Beispiel hierfür ist das einmal im Jahr stattfindende Netzwerktreffen. In diesem Jahr zum ersten Mal in einem Unternehmen der Förderer. Die ZF Friedrichshafen AG in Auerbach fördert seit Beginn des Deutschlandstipendiums im Jahr 2011 jedes Jahr Studierende. Wir haben ja einen sehr guten Kontakt zur Hochschule Amberg-Weiden und sind da auch immer froh, in der Region ein bisschen was machen zu können. Und freuen uns natürlich immer auch, jungen Nachwuchskräften ZF schon zeigen zu können und auch zeigen zu können, was wir hier machen, dass man einfach auch schon frühzeitig den Kontakt knüpft, um dann auch später für offene Stellen dann auch die passenden Kandidaten finden zu können. Der erste Stipendiat, der von ZF Friedrichshafen im Rahmen des Deutschlandstipendiums gefördert wurde, ist so ein passender Kandidat. Sebastian Schrammel konnte nach seinem Hochschulabschluss direkt bei ZF Friedrichshafen einsteigen und ist heute in der Entwicklungsabteilung des Bereichs Computer Input Devices tätig. Das Deutschlandstipendium bietet also nicht nur finanzielle Unterstützung. Also ich finde als Vorteil auf jeden Fall, dass man Kontakte mit den Firmen eben knüpft, die dabei beteiligt sind, die Förderer. Nicht nur das, dass man dabei zum Beispiel jetzt hier wie heute ein Netzwerk treffen und dann auch Kontakte mit anderen Stipendiaten knüpfen, was ja ganz gut ist auch für die Zukunft. Solche Sachen zum Beispiel. Man lernt halt direkt die Förderer hautnah kennen, man kommt mit denen ins Gespräch und vielleicht, dass man halt dann auch seine berufliche Zukunft auch schon planen kann. Fachlicher Austausch, Einblicke in die Abläufe des Unternehmens, Kontakte knüpfen. Bei der Werksführung konnten sich die Stipendiaten und Förderer ein Bild von der Produktion von ZF Friedrichshafen machen. Vorgestellt wurden unter anderem die verschiedenen Produktionsschritte von Sensorsystemen und Schaltungssystemen. Mit dem Deutschlandstipendium unterstützt die Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden zusammen mit privaten Förderern und dem Bundesbildungsministerium überdurchschnittlich qualifizierte und motivierte Studierende der Hochschule. Bewerben kann sich für das Deutschlandstipendium jeder Studierende. Getroffen wird die Auswahl zwischen den Bewerberinnen und Bewerbern von einem Hochschulgremium. Die Vergabekriterien sind: Das ist zum einen natürlich wird die Leistung einbezogen, also es müssen natürlich auch gute Noten vorliegen, dass leistungsstarke Studierende gefördert werden. Und zum anderen wird aber auch einbezogen, ob es ein ehrenamtliches Engagement gibt von diesen Studierenden, ob sie bestimmte familiäre Hintergründe mitbringen, die vielleicht ein bisschen belastender sind, zum Beispiel schon mit Familie haben oder einen Betreuungsaufwand gegenüber einem pflegebedürftigen Familienmitglied haben. Und diese Aspekte werden mit einbezogen und dann wird aus den Bewerbern, also man muss sich auch dafür bewerben, man wird nicht irgendwie nominiert von selber, sondern man muss sich dafür bewerben, wird daraus gesucht, die Personen und auf die Förderer verteilt. Alle Informationen zum Deutschlandstipendium und dem Bewerbungsverfahren sind auf der Website der OTH Amberg-Weiden zu finden. Hier werden auch frühzeitig